Servus, ich grüße dich, der Helmut ist hier und ich freue mich, dass du bei dem Video mit dabei bist. Es ist wirklich extrem, obwohl ich so unregelmäßig Videos mache, die letzten Monate oder das letzte halbe Jahr eigentlich oder vielleicht sogar schon länger und zum Teil 2 Monate gar nicht, ist es doch irgendwie noch immer so, wenn die Kamera irgendwie an ist, da ist echt so ein, wie beim Pavlovschen Hund, so ein Trigger, irgendwie ist fröhliche Stimmung da. Also es ist wirklich, ist nicht, dass ich jetzt am Vorher unfröhliche Stimmung hatte oder so, aber irgendwie ist das schon sehr, sehr markant. Heute in dem Video, das ist ein privates Video, und zwar geht es darum, um die Erkenntnisse, die ich jetzt im letzten Jahr, beziehungsweise eigentlich gar nicht so im letzten Jahr, sondern in den letzten 2, 3 Jahren eher, alles was da passiert ist, ein bisschen schwer zu verarbeiten, und es hat sich bei mir sehr viel verändert, speziell in diesem Jahr. Nach außen hin nichts Dramatisches, überhaupt nicht, aber in mir alles total. Und ich habe ein Geburtstagsvideo gemacht am 13. September, weil das, weiß ich gar nicht, war das vielleicht auch ein Tag später oder so, weil für mich der Tag eigentlich, obwohl ich gar nicht so ein Fan von irgendwie speziellen Tagen bin, so wie jetzt dann ist Silvester, aber an meinem Geburtstag habe ich so gefühlt, es war wirklich so, dass ich es gefühlt hätte, ja, nicht dass ich es gefühlt habe, ein Gefühl hatte, neu geboren zu sein, das bis jetzt noch immer irgendwie anhält. Und jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Wochen irgendwie vielleicht, Tagen oder Wochen, ist bei mir auch so ein Gefühl entstanden, dass irgendetwas stirbt in mir. Das klingt jetzt dann vielleicht komisch, aber wirklich. Ich hatte ja 3 Wochen echt massive Probleme mit dem Computer, wo irgendwie gar nichts ging, wo echt mehr oder weniger der ganze Tag, jeden Tag irgendwo im Computer war, weil der alte kaputt, nicht gegangen, repariert, nicht gegangen und so weiter, neuen gekauft, da auch Probleme gehabt, bis dann wieder ein neuer da war. Das war wirklich, das war extreme Herausforderung eigentlich, wenn ich so nachdenke, weil wenn du eigentlich so gefesselt bist, irgendwie über 3 Wochen, das ist schon wirklich eine starke Herausforderung. Und vielleicht hat das mit dazu beigetragen, weil nichts passiert, wer ist das, die Conny irgendwie, nichts geschieht durch Zufall auf der Welt, um mich irgendwie zu erinnern vielleicht, um mir bewusst zu werden, dass da irgendetwas stirbt. Und es ist wirklich, manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du eine Veränderung machst, wo gewisse Sachen, die vorher irgendwie wertvoll waren oder wichtig waren für dich, nicht an Wert verlieren, nicht so, dass du sagst, ja, das ist jetzt unwichtig oder Kram oder irgendwie, oder ich habe da vorher Kram gemacht, sondern dass du einfach dir denkst, schön da reingeschnuppert zu haben, aber es ist nicht mein Weg. Ja, so in der Art könnte ich das sagen. Und ich sage es jetzt vielleicht überhaupt so gleich vorweg, am Anfang, dass irgendwie schlimm ist, mit dem ich, ja, im Clinch kann man jetzt nicht sagen, dass ich bin, aber echt so fast ein bisschen wie 2 Herzen in der Brust. Bin so eigentlich auf der Motivation, dass ich mir denke, rumreißen irgendwie so den großen Loop hier, Chiang Mai, da Mae Hong Son einmal zu fahren, das wäre wirklich so meine Sache. Die andere Sache ist, ich denke mir, weil ich ja immer YouTube-Videos über Jahre gemacht habe, da hast du ja irgendwie, gewöhnst du dir ja selber so eine Identität an, dass ich mir dachte, ich will keine Reisevideos irgendwie machen. So, ich weiß nicht, wie ich das sagen sollte. Nicht, dass ich eine Abneigung dagegen habe oder hätte, sondern das ist, was ich meine. So, irgendwas habe ich das Gefühl, das stirbt in mir. Es ist so, für viele Sachen, auf die ich vorher Lust hatte, die man sogar als instinktiv betrachten könnte, die instinktiv sind, die man nicht nur als instinktiv betrachten könnte, verlieren irgendwie ihre Bedeutung. Ich habe mir über das schon ein paar Mal Gedanken gemacht, eben auch schon vorher, weil, wer meine Geschichte kennt, ich habe an ziemlich starken Depressionen gelitten, und es habe mich da einmal entschlossen, da wirklich rauszugehen und
da hat sich ja logischerweise mein Leben sowieso total verändert. Also ich habe ja eh nichts wie irgendein stinomor Normalmensch, der sagt hier, Schule, Lehre, Beruf, Pension, Familie, Häusle, das ist ja bei mir überhaupt nicht so. Ich habe ja, bin jetzt 50, in meinen 50 Jahren wahrscheinlich so viel erlebt, wie dieser Stinomo wahrscheinlich 20, 30, 40 oder sogar 100 Leben braucht, um diese Sachen zu erleben, die ich erlebt habe. Das klingt jetzt super cool, die Sachen sind nicht alle positiv. Beziehungsweise eigentlich das meiste, das ich in meinem Leben oder den Gros, den ich vom Leben empfunden habe, ist durchaus negativ. Das muss ich auch einmal so dazu sagen. Also ich habe mein Leben bis auf Episoden immer wieder und auch in schlimmen Phasen hatte ich irgendwie immer diese Fähigkeit, doch echt im Dreck noch irgendwo das Saubere zu finden. In der größten Lüge irgendeine Wahrheit zu finden, in der größten Misere irgendwas Positives. Das ist irgendwie ganz komisch bei mir. Irgendwie. Und nicht jetzt eingebildet, nicht so, ja, du musst das, es gibt irgendwie was Schönes, sondern was Echtes, was Ehrliches, wahrlich Schönes. Darauf möchte ich auch noch ein bisschen eingehen, über das Wahre und die Realität. Das ist auch jetzt in den letzten Tagen und Wochen gekommen, im Buddhismus, ich lebe ja hier in Thailand im Buddhismus, und im Buddhismus gibt es so einen Spruch, zumindest im Buddhismus gibt es vielleicht, vielleicht hat ein Krab Buddhist erfunden, aber ich glaube doch, das ist lange aufgezeichnet, von vor tausenden Jahren, dass die, beziehungsweise die Wörter hat, wahrscheinlich hat es damals ja noch gar kein Wort Realität gegeben, aber übersetzt sollte das so sein und das macht auch Sinn, dass die Wahrheit nicht der Realität entspricht, dass das im Grunde nicht zwei komplett verschiedene Sachen sind, sondern die Realität wurzelt in der Wahrheit. Das heißt aber nicht, dass es mit der Wahrheit verbunden ist, sondern sehr, sehr oft ist genau das Gegenteil der Fall. Das, was du in der Realität vortriffst, ist sehr oft das Gegenteil von dem, was die Wahrheit ist. Und das ist mir wirklich in den letzten 3 Jahren, würde ich sagen, hatte ich massiv damit zu tun und da konntest du einfach merken, wobei mit Realität gehe ich jetzt drauf ein. Jeder hat ja seine eigene Wahrheit und seine eigene Realität. Und es gibt aber nur eine Wahrheit im Grunde. Es gibt aber Millionen von Realitäten, Milliarden auf dieser Welt. Und die Summe, die merkt man ja irgendwie. Die Summe der Realitäten merkt man zum Beispiel, du brauchst nur auf die Regierung schauen in irgendeinem Land, dann weißt du, in welcher Realität dieses Land lebt. Fertig aus. Das ist der Durchschnitt der Realität. So ist es. Die Gesetze, die beschlossen werden, was da drüben kulturell ist, das ist die Realität in dem Land, hat aber nicht mit Wahrheit zu tun. Jeder Mensch bildet eigentlich aufgrund von Wahrheiten eine Realität. Und das, was ich meine mit der Realität, ist das, was dir halt irgendwo entgegenschlägt. Und in den letzten 3 Jahren habe ich das Gefühl gehabt, war das weit über dem Plafon hinaus, dass was ich in der Realität wahrgenommen habe, ist ja auch eine Wahrheit, dass es so eine Realität ist, aber nichts mit der Realität oder eigentlich das geht nicht nichts, aber zum Teil oft das Gegenteil, das Gegenteil war von dem die Wahrheit, von dem, was die Wahrheit eigentlich ist, was man eigentlich, wie man agieren würde, wenn man von der Wahrheit aus seine Realität bildet. Und nicht von Hören, Sagen, wer am lautesten schreit, irgendwie so jeder so, hey, stille Wasser sind tief, trotzdem, wer am lautesten schreit, den glauben wir einfach irgendwie. Und das war wirklich extrem hart die letzten 3 Jahre. Ich glaube, so seit einem halben Jahr habe ich eine gute Methode gefunden, damit umzugehen. Ich persönlich habe die komplette Welt, die Weltrealität, als sehr quälend, als wie eine Folter eigentlich, ja, Folter für jeden, der irgendwo an Gedanken hat, der Wahrheit verpflichtet zu sein,
war das wahrscheinlich eine Folter. Und damit sind wir eigentlich auch so beim Thema, wie es weitergeht mit dem Kanal. Also dieses Video ist ein privates Video für meine Freunde, habe ich vergessen dazu zu sagen, glaube ich, für Freunde von mir oder Freunde des Kanals, sagen wir es einmal so, weil ich es verstehe, dass viele Menschen manchmal ein bisschen verwirrt sind, wie das jetzt in dem Jahr, wenn man jetzt die Jahre vorher meinen Kanal eigentlich so vergleicht, der ist halt auch schon hot irgendwie, aber in diesem Jahr, da war alles anders. Das war auch das erste Mal seit vielen Jahren, dass ich nicht regelmäßig Videos gepostet habe, monatelang zum Teil eben gar nichts und so weiter. Und das hat auch viel mit Realität, Wahrheit, könnte man philosophieren, weil es gab immer wieder Kommentare über die Leute, was die von dir denken als YouTuber, warum du ein Video machst, was, warum, die Unterstellungen, der macht immer wieder jeglichen Video wegen irgendwas, dann machst du 2 Monate keins, damit fällt denen eigentlich ihre Realität flach, weil man, oder man würde es merken, weil die überhaupt null Wahrheit entspricht, die leben aber trotzdem, und das ist eben das, mit dem ich so gekämpft habe, die Menschen leben ja trotzdem, selbst wenn die Wahrheit wissen und die Wahrheit ihnen wirklich gegen den Schädel scheppert, ne, wir leben lieber in der Realität, als die Wahrheit irgendwie zu akzeptieren. Wie eigentlich seinerzeit, wo ich Kind war, da war so das größte Wahrheit und Realität, die Realität hat die katholische Kirche bei uns in dem Tal, wo ich aufgewachsen bin, dargestellt. Die Realität war, weiß ich, in den 70er Jahren, eine Frau, ein Minirock, die kannst du vergewaltigen, wenn die danach auf die Polizeistation geht, sagt, ich bin vergewaltigt worden, hat die eigentlich Glück gehabt, wenn der Polizist den nicht noch einmal gleich drüber gefahren ist über die, weil die in jedem war ja drin, Realität ist Minirock, eine Hure, eine Schlampe, die schreit, bitte vergewaltig mich. Das war im Gros der Realitäten der Menschen, jeden Einzelnen irgendwie über das Katholische so reingeimpft. Die Wahrheit war eine ganz andere, warum eine Frau einen Minirock angezogen hat. Heute, irgendwann mussten die Leute diese Realität ändern, aber es ist eben komischerweise nicht besser geworden für mich. Heute ist eben nicht mehr diese katholische Realität, sondern jeder bildet echt so extreme Realitäten aufgrund von Medien. Und damals war wahrscheinlich Medien noch nicht so stark vorhanden. Da war das Hauptmedium wahrscheinlich immer der Pfarrer am Sonntag in der Kirche. Da hast du viel Information gekriegt. Heute geht da niemand mehr hin, guckt auf Facebook, auf Instagram oder Premium. Nachrichten wie ZDF oder ORF und so und holt sich daher oder bildet sich daher seine Realität, Wahrheit. Und die Wahrheit ist mal, das ist eben der Unterschied, glaube ich, mit dem ich jetzt lange gekämpft habe, dass ja so in den 70er und 80er Jahren, wo ja der Aufbruch war, der eigentlich in den 69er Jahren irgendwie begonnen hat, auf der Suche nach Wahrheit war. Dass da das, was da von der katholischen Kirche erzählt worden ist, nicht der Wahrheit entspringt. Und ich hatte das Gefühl, die Leute waren auf der Suche nach Wahrheit. Sind auch immer verarscht worden, wenn die irgendwie zum Guru nach Indien sind. Gab es wahrscheinlich vielleicht sogar einige coole Gurus. Also die meisten waren es aber eher nicht. Die sind nicht erleuchtet, sondern die haben einfach, in Indien ist das wie halt in Österreich einer Schreiner wird, so wirst du in Indien irgendwie mit 2 goldenen Löffeln im Achtersteven im Popo geboren, in der höchsten Kaste, passt, was willst du machen, ich werde Guru, alle die unten sind, jubeln da sowieso zu irgendwie, also das ist ja eine andere Mentalität irgendwie. In Europa dachte man, das ist die Wahrheit, zack. Die Leute waren auf der Suche nach der Wahrheit, glaube ich, haben die aber trotzdem nicht wirklich erfahren, trotzdem suchen doch viele da, aber das ist eigentlich so ein anderes Ding, gehört aber trotzdem dazu, weil eben damals echt noch auf Wahrheitssuche war. Und die letzten 2-3 Jahre, also eigentlich jetzt ein halbes Jahr schon nicht mehr, war das für mich wirklich tragisch, weil ich so gut wie niemanden mehr gefunden habe, der tatsächlich, also ganz wenige, es gibt noch die Leute, aber ganz wenige, die irgendwo einen Fokus haben, was ist denn jetzt eigentlich Wahrheit. Es geht nur noch, was ist irgendwie
eh in der Art wie damals Religion. Egal was heute ist, es ist eine Religion. Deine sexuelle Präferenz, die wird ja bei jedem zur Religion erhoben. Das ist ja Kult und Religion. Das ist aber nicht Wahrheit. Wahrheit ist, wenn du ein Tier beobachtest. Krieg Hühner zu, der Hahn geil, macht das, was er dann eben machen soll mit dem Huhn. 3 Minuten später pickt er wieder, oder 3 Sekunden später pickt er wieder weiter irgendwo nach Würmern in der Erde. Fertig. Keine Religion für einen Hahn, nichts. Und ich sage auch, für uns Menschen sollte das keine Religion sein, sondern eigentlich eine natürliche Sache. Der Hahn rennt ja nicht drum und mit Schildern und sagt nur, ich bin so und so und so. Und heute habe ich das Gefühl, jeder irgendwie versucht das für sich selber als Religion zu manifestieren. Jeder schreibt über Narzissten, jeder, der über Narzissten schreibt, ist selber ein Narzisst, beziehungsweise narzisstisch ist überhaupt eine Erfindung, die es im Grunde in der Welt so nicht gibt, letztendlich. Man kann damit umgehen und das nehmen als irgendwie als eine Idee, Vorstellung, aber wenn ich das heute erlebe, wie jeder hat nur noch mit Narzissten zu tun und toxischen Leuten und wie man mit narzisstischen Partnern umgeht. Jeder hat einen narzisstischen Partner. Und da ist auch wieder eines, Realität und Wahrheit. Die absolute Wahrheit ist, wer sagt, ich habe einen narzisstischen Partner, der ist selber der Narzisst. Das ist echt eine hundertprozentige Beschreibung von seiner Person und hat nichts mit dem Partner zu tun, wirklich nichts. Und das eben... In meinen Augen ist das so überbordend, tragisch und dramatisch auf der ganzen Welt irgendwie. Ich habe ja mal in einem Video gesagt, wo ich jemanden frage irgendwie, was bist du? Wo ich sage, ja, ich aus meiner Kindheit, da hätte jemand gesagt, ich bin Tischler oder das. Und ich frage, meinst du das, was ich für ein Geschlecht bin? Also, weil es gar nicht darum geht, ob die Frau ist oder Mann, sondern ja vielleicht irgendeine der... Keine Ahnung, wie viele Geschlechter es mittlerweile irgendwie gesetzlich und weltweit und ich weiß nicht von wem bestimmt gibt. Und das hat ja auch wiederum, dass Realität nichts mit einer Wahrheit zu tun. Wenn Wahrheit ist, wenn du einen Pimmel hast, bist du ein Mann und wenn du einen Schrick hast, bist du eine Frau. Fertig. Dann gibt es genetische Fehlstellungen, die sind ganz minimal, also die sind nicht so, dass jetzt von 10 Leuten 3 oder überhaupt 9 genetisch fehlgestellt sind, sondern das ist ja eigentlich ein sehr Ausnahmefall. Damit wird bis heute, also selbst in dieser heutigen Superzeit, noch immer Scheiße umgegangen. Gar nicht gut, überhaupt nicht gut, überhaupt nicht wahrheits- oder menschenrechtskonform in meinen Augen in irgendeiner Art und Weise. Das wird ultra, die Leute werden ultra mit Scham beschissen, könnte man sagen, nicht zugeworfen, zugeschissen werden diese Leute, die wirklich mit einem genetischen Defekt geboren werden, damit sich die ganzen narzisstischen, hey, keine Ahnung, ich stehe auf das, ich bin so sexuell oder so sexuell, und nicht nur das, Essen Religion, die sexuelle Vorliebe ist eine Religion, was der Kuckuck, was alles, ja alles ist eigentlich Religion sozusagen, und das meine ich mit, und das sind so Religionsrealitäten. Und das war so massiv in den letzten Jahren, dass ich mir überlegt habe, jetzt eben dieses Jahr, wir haben ja jetzt noch nicht das neue Jahr, also im Jahr 2022, zwangsweise ja wieder mit umgehen, wie lebst du eigentlich weiter? Weil irgendwann kommst du ja zum Punkt, dass du dich fragst, wie sollst du überhaupt leben in dieser Welt? Ich weiß nicht, ob es dir so, wie es dir geht. Den wenigsten geht es ja so. Ansonsten brauchen wir nur eben schauen, wer ist in Deutschland an der Regierung, was wird da gemacht oder in Österreich. Und dann weiß der eh, wie der Durchschnittsbürger ist. Da gibt es dann eben Ausnahmen. Das ist der Durchschnittsbürger, dann gibt es ja eben der 100% anders ist und den anderen, der noch einmal 100% anders in die komplett andere Richtung ist. Aber ich glaube, es ist schon ist sehr heterogen. Irgendwie wäre das cool. Und ich habe für mich herausgefunden, dass ich nicht in einer Realität leben will, weil es einfach eine Lüge ist immer, weil es die Realität, das Lügenkonstrukt ist immer von Einzelpersonen,
wie die die Wahrheit verwursteln, sozusagen, verwursten, auf Deutsch, wir sagen wursteln, ne? Wurst. Das, was die aus der Wahrheit nehmen, sind Würste, so wie verwursteln, irgendwie so, so Ausdruck. Und haben mir, bin eigentlich zur Erkenntnis gekommen, ich kann gar nicht sagen, ich habe mir das gedacht, ich bin da zu einer Erkenntnis gekommen, dass ich versuchen will, in der Wahrheit zu leben. Das ist relativ schwer am Anfang. Und deswegen habe ich ja auch, seit ich mich ja entschlossen hatte, meine Depressionen loszuwerden, das 5 Jahre her ist, da war eigentlich so der erste Schritt schon auf der Wahrheitsfindung. Und der Weg war wirklich hart, weil man die Wahrheit nicht kennt, weil die Wahrheit musst du ja in dir suchen. Und eigentlich ist das, ich merke jetzt, jetzt kommt ein Disclaimer rein, das ist eines der stärksten Wahrheiten, dass ich dir jetzt überhaupt sage, was man einem Menschen überhaupt geben kann zum Leben, die Worte, die jetzt kommen werden. Du kannst die Wahrheit nur in dir finden. Und das Riesenproblem, dem sich jeder gegenüber sieht, ist, dass du nicht du bist. Genau wie ich das gesagt habe hier mit dem, du machst Videos und bekommst eine Identität von dir selber auch, weil du diese Sachen machst, aber auch von anderen. Und das ist auch, glaube ich, Jesus war wirklich ein cooler Typ in vielen Sachen. Der hat das erkannt, der hat mal gesagt, du musst dich, oder öfters wahrscheinlich, selbst verleugnen. Und mit dem Verleugnen hat er nicht gemeint, die Wahrheit in dir verleugnen, sondern die Lüge, dass du ein Zimmermann bist oder ein Programmierer bist oder ein Fotografer oder ein Videografer bist oder Installateur oder Bundeskanzler oder Vater oder Mutter oder Kind oder was auch immer. Das sind alles Lügen. Das bist nicht du. Das ist das, wo er sagt, verleugne dich. Denn das hat nichts mit dem wahren Ich von dir zu tun. Er hat von dem ungeborenen Ich gesprochen. Und ungeboren heißt nicht, weil es vergessen worden ist, mit dir mitgeboren zu werden, sondern dieses Ich ist schon lange vorhanden gewesen, bevor überhaupt du oder ein Mensch überhaupt geboren wurde. Und dieses Ich wird es auch geben, wenn es keine Menschen mehr geben wird. Er hat von der Seele gesprochen. Und die gibt es tatsächlich nur in jedem Land, glaube ich, in jeder Kultur oder fast jeder Kultur, wird da ja quasi die Seele aus dem Leib hinaus geprügelt. Nicht physisch, aber auf perfideste Art und Weise. Nicht perfid, nicht bewusst perfide. Noch nicht einmal bewusst, also nicht in böser Absicht, sondern wir gehen ja mit gutem, nicht mit, aus gutem Gewissen in die Hölle. Jeder eigentlich, könnte eh sagen, jeder, der das Video guckt, weil es wird wahrscheinlich wenige Ausnahmen geben, könnte wirklich pauschalisieren, der das Video guckt, ist ein Typ, der aus gutem Gewissen in der Hölle lebt und in die Hölle geht und den Himmel verneint. Kommt von euch, kommt keiner in den Himmel, niemals. Wegen eurem guten Gewissen. Das hindert euch, in den Himmel zu kommen. Aber das wäre zu kompliziert. Ich habe gesagt, ich sage hier eigentlich so die größte Wahrheit, die du wissen kannst im Leben oder die größte Hilfestellung überhaupt, die es gibt in einem Leben. Das ist sogar, ich habe es jetzt sogar eigentlich noch ein bisschen mehr getoppt. Jetzt komme ich aber eigentlich erst zu dieser Aussage, was ich gesagt habe, dass dieses Ich, das Ungeborene, aus dir rausgeprügelt wird. Mit Prügel meine ich das nicht physisch, sondern aufgrund von Abhängigkeiten, weil jedes Kind wird ja abhängig geboren. Und die Erziehung in keinem Land und in keiner Kultur zielt darauf ab, wirklich dein ungeborenes Ich zu manifestieren, sondern es zu töten sozusagen. Dich anzupassen an die jeweilige Kultur, ist egal wo du bist, an das jeweilige Elternhaus, egal wie es ist. Du wirst angepasst. Und damit verlierst du dein Ich. Und von dem hat auch der Jesus gesprochen, wenn er gesagt hat, du musst dein Ich verneinen, verleugnen. Denn das ist das Ich, das nichts mit dem ungeborenen Ich zu tun hat. Und das ist auch
das Schwierige bei der Wahrheit finden. Und was ich sage, die Wahrheit ist in dir, weil deine Seele noch immer irgendwie in dir ist. Die ist aber so rausverdrängt worden, mit, zum Teil eh mit physischen Prügeln, weil letztendlich wird es immer physisch, immer. Oder was ist, die letzte Konsequenz ist die Todesstrafe, die kriegst du noch nicht einmal, die kriegst du nicht als Strafe, die kriegst du ja dafür, wenn du dich nicht beugst. Irgendwann bringen sie dich um oder stecken dich, ob man abgeführt wirst, verhaftet wirst. Das passiert physisch, mit physischer Gewalt. Deswegen, viele Leute beugen sich vorher, weil die ja nicht verprügelt werden wollen im Knast. Also sagst du schon vorher zu allen Ja und Amen, weil du nicht physisch getötet werden willst. Sehr oft ist das für uns wahrscheinlich die einzige physische Überlebensform, dass wir uns selber verleugnen. Und daher ist es so schwierig, wenn du dann, egal ob mit 20, 40 oder 60, dich fragst, wer bin ich? Und wenn du alles verleugnest, was du bist, von außen her, bleibt eigentlich nichts mehr über. Im Grunde im Ganzen wenig, weil du bist ja nicht tot. Ohne Seele wärst du auch tot. Aber das ist so minimal und gar nicht da, dass die meisten Leute enttäuscht sind und sagen, auf das ungeborene Ich, auf das scheiße ich ja. Und daher können die auch niemals glücklich werden in ihrem Leben, weil wenn die lachen, dann lacht ihre Religion, ich sage heute Religion, wenn der Veganer lacht, dann lacht er ja über die Ideologie, weil er aus Gier und Narzissmus, weil er Veganer ist und weil jetzt irgendein anderer dann irgend vielleicht ein Verdauungsproblem hat. Das ist das vegane Lachen. Umgekehrt genauso. Ich habe das jetzt nur als Beispiel genommen. Und das ist immer so. Und echtes Lachen von dir, das wäre so, wie es im Kind noch ist. Jeder hat es ja gesehen. Du wirst als Kind mit deinem Ich geboren. Da lächelst du jeden an eigentlich, weil dein Ich noch nicht rausmassakriert worden ist aus dir. Und das ist unsere, ich glaube, das ist vielleicht die Aufgabe des Lebens, ich habe es als meine wahrgenommen, dieses Ich zu manifestieren. Da verwende ich ein Wort wie manifestieren, wie es niemand anders auf dieser Welt verwendet. Denn guck dir irgendwo an, Google manifestieren, das sind alle Leute von Millionen, die Privatjets, die Villa, den richtigen Partner, das Glück manifestieren und so weiter. Niemand redet von der Wahrheit manifestieren des eigenen Lebens, wenn es ums Manifestieren geht. Vielleicht der Eckhart Tolle, glaube ich, der hat zumindest Verständnis dafür, den ich gerne als wie mein älterer Bruder bezeichne im Geiste. Aber selbst der redet nicht davon. Deshalb, die Information, die du hier bekommen hast, die kannst du nirgends für Geld kaufen. Und das ist der Weg, so den ich einschlage. Und das ist mein Fixstern. Und das ist ja auch das, wenn der andere die Identitäten geben, die dann ja irgendwo wieder sich die über dich reden oder über einen anderen reden, weil die ja kein eigenes Leben haben. Ist ja so. Und deswegen sind auch viele Leute nicht planbar für andere Leute, weil die in dieser minderen Gier sind und sich denken, ja, der wird er das machen, weil er da, wenn er das macht, das bekommt. Und das ist so überhaupt dann nicht der Fall, wenn du irgendwie auf der Suche nach der Wahrheit bist und sagst, ich will den Weg zu mir gehen. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Reisevideo in meinem Herzen nichts auslöst, dass es einen Wert darstellt, dann mache ich es einfach nicht mehr. Das ist auch komisch, das ist ja wirklich sehr schwer, mit sich selber damit umzugehen, weil man sich denkt, das ist doch meine Identität. Buy-in, möchte ich sagen, wir kaufen uns ja, reinkaufen, wir kaufen uns ja selber eigentlich in diese Identität und in dieses Realitätslügenkonstrukt ja ein. Deswegen ist das so schwierig, denn wenn du echt in dich guckst, dann ist bei jedem nichts da. Außer bei dem, der wirklich erleuchtet ist, der hat sich ja gefunden. Und das ist eigentlich die Manifestation. Und die hat nur mit Liebe und Glück zu tun und nichts mit Essen, mit sexueller Präferenz, mit Sport oder sonst irgendeiner Abhängigkeit zu irgendeiner Ideologie, sondern wirklich
nur rein mit dir selber. Und am Anfang kann das wirklich traurig sein, aber es wird eben immer mehr. Und da ich das gemerkt habe, dass sich das fühlt, ist Manifestation von mir selber, ist das so mein Fixstern geworden, wo ich für mich gemerkt habe, ich habe es eh ein paar Mal schon gesagt, dass auch vor Jahren, wenn jemand gekommen, da ist mir das bewusst geworden, dass alles Weltliche wirklich bedeutungslos ist zum Glück, wenn deine Seele lacht. Jetzt gebe ich noch einen praktischen Tipp, weil ich glaube, ich rede lange. So Laughter Yoga für dich, nicht, ist scheißegal, ob alle an, wie du dich mit den anderen fühlst, geh da mal hin. Da lernst du wirklich mit deiner Seele zu lachen, wenn du den Fokus hast. Nicht lachen, weil alle anderen lachen, sondern da liegst du dann auch und machst deine Augen zu und vergisst irgendwie alles. Du musst dich schon noch drauf einlassen und bist nur am Lachen eigentlich. Und irgendwann ist es völlig egal, dass da andere Leute auch sind. Und du lachst nur und da gibt es keinen Grund. Null. Und das ist so das Erste. Ich kriege direkt Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke. Das kann für viele, bei mir vielleicht war es auch so, da hat das auf alle Fälle stark mitgespielt, den Kontakt zu sich selber zu merken, hey, da gibt es etwas, das kann glücklich sein, genau so wie es ist. Du kannst Leben akzeptieren, weil wenn du da bist und lachst, dann ist das Leben genau so wie es 30 oder 50 Minuten oder 3 Tage und 3 Jahre vorher war und sein wird, eine halbe Stunde später, ist genau so. Aber du kannst dir erlauben, glücklich zu sein. Und das ist wirklich, wo du den Kontakt zu deiner Seele finden kannst. Und wenn der Flieger vorbeigeflogen ist, der Flieger ist wie ein Salut fürs neue Jahr. Das ist eben nicht nur die Richtung fürs neue Jahr. Jetzt ist halt gerade das alte Jahr zu Ende und ich habe mir gedacht, für meine Freunde mache ich einmal ein Video. Das eher Sache, damit sie sich entfreunden können. Da habe ich hier vor kurzem jetzt so einen lustigen Spruch gelesen. Wenn man irgendwie anderen, ich habe mich selbst verloren, weil ich es anderen Leuten recht machen wollte, so irgendwie. Und jetzt, wo ich es mir recht machen will, verliere ich alle anderen Leute. Und das ist auch eine Wahrheit. Das ist keine Realität, das ist eine Wahrheit. Und je mehr man in die Wahrheit, sich wirklich in diese echte Wahrheit einkauft, umso mehr wirst du auch merken, dass da ganz was anderes dahinter steckt, dann hinter dieser Wahrheit. Dass die Wahrheit gar nicht so schlimm ist. Dass nur wir uns in unserer Realität, da haben wir ja dieses Gut und Böse und das irgendwie Böse vorstellen. In Wahrheit ist die Wahrheit immer, ja, ich möchte jetzt sagen, nett. Ich war versucht, ein anderes Wort zu finden, es wäre eine Lüge gewesen, mir war jetzt nett, da wird nett wahrscheinlich die Wahrheit sein. Also, in der Wahrheit ist die Wahrheit immer nett. In dem Sinn, ich wünsche dir nicht nur fürs Jahr 2023 alles Gute, ich wünsche dir und deinem ungeborenen Ich, das heißt für alle Ewigkeit, aber die Ewigkeit gibt es nur im Jetzt, weil es gibt nie was anderes außer das Jetzt, das ist auch gleichzeitig die Ewigkeit. In der Ewigkeit alles Gute. Servus.